Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Studio des Thüringer Medienbildungszentrums der TLM in Gera. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Tillmann Bauer. Wir starten heute unser Projekt, den Jugendmedienwettbewerb. Wir zeigen es euch, die Stadt mit unseren Augen. Warum machen wir das? Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat ein Sonderprojekt gestartet mit dem Titel Gemeinsam Demokratie gestalten. Und da möchten wir mit Menschen in Thüringen und in Gera ins Gespräch kommen, ihre Meinungen anhören, auch durchaus unterschiedliche Meinungen aushalten und gemeinsam neue Perspektiven des Miteinanders entwickeln. Und mit dem Jugendwettbewerb wollen wir auch nach vorne gucken, indem wir eine Generation ansprechen wollen, die hier in Gera maßgeblich die Zukunft mitgestalten wird, einer Stadt, die ja in den letzten Jahren oft in der Diskussion war, so in dem Sinne, dass sie ihre beste Zeit schon hinter sich hat. Und ich freue mich, dass wir heute hier im ersten Programmteil ein Gespräch führen werden mit drei Gerschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich begrüße ganz herzlich den neuen Innenstaatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Volkmar Vogel, seit Freitag in Amt und Würden. Ich begrüße Ines Wegner, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings in Gera. Und ich begrüße Herrn Sebastian Stolz, Filmregisseur, Filmmacher aus Gera, in Gera gebürtig, nicht mehr in Gera lebend und schon jemand, der hier mal einen Medienpreis gewonnen hat, auch wenn es schon ein paar Jahre zurückliegt. Herr Vogel, Sie sitzen links neben mir, deswegen möchte ich gleich mal einsteigen. Sie sind ja sozusagen kommen ja aus dem Haus, das dieses Projekt hier mit auf den Weg gebracht hat. Für mich die Frage, was macht denn für Sie sozusagen Demokratie in Gera aus? Warum ist es wichtig, dass auch die Adenauer-Stiftung hier mit politischer Bildung unterwegs ist und sich engagiert? Ja, als erstes vielen Dank für die Einladung. Die habe ich ja schon seit längerer Zeit erhalten. Deswegen ist es natürlich für mich eine besondere Freude und Fügung, dass ich das jetzt auch mit dem neuen Verantwortungsbereich hier wahrnehmen kann. Und ich muss sagen, ich bin auch ein Stück weit gespannt und freue mich, dass ich ein Programm, was ich schon auch als Abgeordneter im Bauausschuss, auch in den Zuständigkeiten für Heimat mit auf den Weg gebracht habe, dass ich jetzt die Anfänge sehe und dass es schön ist, dass sich die Adenauer-Stiftung dieses Themas annimmt, weil es kommt für uns natürlich besonders darauf an, gerade der Bereich Heimat im Innenministerium, für den ich mit zuständig bin, dort ist ja auch die Frage in politische Bildung angesiedelt. Und wenn wir über Heimat reden, dann muss ich sagen, und das ist für mich ganz wichtig, ich sage immer, Heimat ohne Menschen ist nur eine schöne Gegend. Deswegen eigentlich sind es die Menschen, die die Heimat ausmachen, die sie gestalten, ob gebaute Heimat oder in den Vereinen oder ganz einfach im gesellschaftlichen Miteinander in so einer Stadt wie Gera. Und ich muss sagen, es ist bei weitem nicht so, dass Gera die schönsten Zeiten hinter sich hat. Das ist Quatsch. Es sind immer solche Zeiten und solche Zeiten. Und nehmen wir nur Gera, wenn man in die Vergangenheit guckt, Postumus und ist mit. Wenn man das verbindet mit Rutinäum, oder wenn man dann weiterschaut in die Zeiten der Industrialisierung, Bauhaus mit den schönen Bauten, die wir hatten. Wir haben gerade das Bauhaus ja hinter uns. Und wenn wir jetzt weiterschauen in Richtung auch DDR-Zeiten, Wismut, auch eine prägende Situation für unsere Stadt. Schauen wir rüber nach Zwölzen oder auch Straße des Bergmanns zum Teil, wo natürlich Bau aus Wismutzeiten die Spuren hinterlassen hat. Die es auch zu pflegen gilt, die es zu halten, das ist Teil unserer Geschichte. Und ganz, ganz aktuell, und deswegen ist es wichtig, wenn gerade junge Leute sich um dieses Thema kümmern, die neue Mitte, ich meine, wir haben die Diskussion zu dem Thema. Und es ist wichtig, dass die neue Mitte halt eine neue Mitte ist, die so gestaltet ist, dass sich auch die nächste Generation dort noch wohlfühlen kann. Und ich muss sagen, nichts gegen den Sonnenhof, wie er mal war. Das war Zweckbau, das waren auch Wohnungen, die gebraucht wurden, die richtig und wichtig waren. Aber sie haben in irgendeiner Art und Weise nicht unser Zentrum in Gera dokumentiert. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Chance, was zu machen. Und ich glaube, da gibt es viele Ideen auch in anderen Bereichen. Ich sage nur Sport. Gera war schon immer eine Sportstadt. Und da können wir stolz drauf sein. Oder auch die Fragen Kultur und Kunst. Ich meine, wer hat schon ein Fünf-Sparten-Theater in Thüringen? Also, es sind auch Ansatzpunkte. All das ist Heimat und mehr will ich an der Stelle erstmal nicht sagen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin gespannt auf unser Gespräch miteinander.
Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Sie haben ja einen weiten Bogen gleich gespannt und ich greife mir jetzt mal einen Aspekt raus, nämlich die Menschen, die wir gerne erreichen wollen, die Jugendlichen in Gera. Und da haben wir Frau Wegner, Sie gewinnen können als Mitarbeiterin, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings. Und ich möchte Sie zum Einstieg mal fragen, Sie, in Gera sind Sie bestimmt genauso bekannt wie Herr Vogel. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, was ist denn die Aufgabe des Stadtjugendrings? Wie sehen Sie denn Ihre Arbeit hier vor Ort? Tatsächlich ist der Jugendring gar nicht so bekannt. Der Jugendring ist ein Dachverband von Mitgliedsorganisationen von Jugendverbänden wie eine THW-Jugend, ein Jugendrotkreuz, die Chambers sind bei uns Mitglied etc. Wir haben insgesamt 23 Mitgliedsverbände, die jeder auf seine Art und Weise wunderbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leisten. Und die sind wesentlich bekannter als der Jugendring, um Gottes Willen. Was natürlich bekannt ist und was ich sehr hoffe, dass bekannt ist, ist der Jugendrat Gera. Und begleiten wir die Jugendlichen, demokratischen Einfluss auf politische Prozesse zu nehmen, aber auch eigene Projekte zu entwickeln. Ansonsten machen wir, meine Kollegin Anna Preuß und ich, gemeinsam mit unserem Vorstand eigentlich mehr Projekte der Jugendbildung oder Beratung von Mitgliedsverbänden, Beratung zu Fördermittelanträgen. Also eigentlich die Sachen, die keiner manchmal machen will, aber die wichtig sind, um Projekte in Gera in Gang zu kriegen. Also unterstützen Sie in Ihrer Arbeit gewissermaßen die, sage ich jetzt mal, Vereins- und Jugendstrukturen in Gera? Kann man so sagen, ja. Okay. Da würde ich gerne mal anknüpfen aus Ihrer Sicht. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind so in der Jugendkulturarbeit auch unterwegs. Mal allgemein gefragt, so aus Ihrer praktischen Arbeit, warum ist denn Kultur überhaupt wichtig? Warum ist es denn wichtig für eine Stadt wie Gera, beispielsweise ein Fünf-Sparten-Theater zu haben? Oder Kultur hat ja ganz viele Facetten, die sich auch in der Vereinsarbeit widerspiegeln. Wo ist denn da der Mehrwert aus Ihrer Erfahrung, gerade mit Blick in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen? Der Mehrwert im Blickwechsel, in neuen Dingen sehen. Kultur hat viel mit Emotionen und auch mit Sehen und Handeln zu tun. Mit sich ausprobieren und sich selbst erkennen und das Gegenüber erkennen und Einfluss zu nehmen. Kultur, Soziokultur ermöglicht, sich selbst zu entfalten, obwohl man denkt, man kann das gar nicht. Wenn wir Projekte starten, haben wir erstmal gar nicht so viele Jugendliche da. Aber wenn die Projekte dann laufen, dann sind die so begeistert und bringen ihre Freunde noch mit. Ob es der Graffiti-Kurs ist oder einfach Schwarz-Weiß-Fotografie. Es ist ganz wichtig und für uns ist das auch so ein ganz wichtiger Bestandteil von demokratischer Kultur, Kulturprojekte umzusetzen. Okay, Herr Stolz, das ist ein guter Punkt, Sie mit ins Gespräch zu nehmen. Sie sind Filmemacher. Wenn ich richtig informiert bin, machen Sie durchaus kommerziell Imagefilme für Firmen, Bildungseinrichtungen und das Spannende ist, dass Sie letztlich oft mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die Sie aktiv einbeziehen. Finden Sie sozusagen das, was Frau Wegner jetzt aus sozusagen der Verbandsarbeit heraus berichtet hat, finden Sie das in Ihrer Arbeit wieder? Und können Sie vielleicht auch nochmal generell dazu was sagen, wie Sie arbeiten und was Sie arbeiten? Ja, sehr gerne. Also ich kann das voll und ganz unterstützen. Es ist so, dass ich ich nenne es Unternehmensfilme. Das ist eine wichtiger Differenzierung, weil der Unternehmensfilm schon sehr alt ist, eigentlich damals bei Grupp schon angefangen hat als Prestigeobjekt, wo auch Mitarbeiter mitgearbeitet haben. Der Imagefilm ist sozusagen so eine Sonderform oder die populärste, unter der wir das alle kennen. So. Aber es macht halt einen Unterschied, auch ein Produkt, was dabei rauskommt. Ja, also meine Biografie ist ja hier verankert. Ich habe hier angefangen mit meinem künstlerischen Schaffen. Ich habe hier am Theater gearbeitet und habe hier auch meine ersten Filmerfahrungen sammeln können. So über die letzten Jahre war natürlich sehr prägend das Theaterleben, das Theater, die Theaterarbeit. Und es gab einen Punkt, wo ich, also, beziehungsweise ich hatte eigentlich schon immer den Wunsch, eine eigene Firma zu gründen. So, das war für mich immer klar, ich muss selber was machen. Ich bin, ich glaube, der schlechteste Arbeitnehmer, den es gibt. Und ich muss unbedingt da so was Eigenes gestalten und das muss auch ständig wachsen und sich entwickeln. So. Und
Es gibt im Theater schon, ja, ich glaube seit den 70ern, so ein Konzept des Theaters, Experten des Alltags. Also dass man mit den Menschen, die sich in ihrer Welt, in ihrer Kompetenz besonders gut auskennen, dass man die im Prinzip oder denen auch einen Raum gibt und eine Sprache ermöglicht. Und dort im Prinzip eine Reflexionsebene, also ein künstlerisches Produkt als Reflexionsraum gestalten lassen kann. Und ich dachte irgendwann, warum machen wir das nicht mit Film? Das gab es halt noch nicht oder gibt es, glaube ich, eigentlich nur bei mir. Film, ich war immer mehr begeisterter vom Film, weil der Film tatsächlich etwas hat, was das Theater nicht hat. Und zwar, ich kann ihn halt auch in 100 Jahren irgendwie nochmal rausholen und angucken. Auch wenn die Akteure oder die Menschen, die daran beteiligt waren, längst nicht mehr sind. Das heißt, es ist für mich halt ein stärkeres Dokument auch der Zeit und der Gedanken und dieser Welt. Und ich habe dann dieses Konzept partizipative Filme entwickelt und benutze im Prinzip dieses Experten des Alltags für die Arbeit, diese Unternehmensfilme zu produzieren. Das bedeutet vom Jugendlichen beim Azubi, also wenn ich Bildungseinrichtung spreche, dann ist es noch der, der in der Schule lernt, bis über der schon in der Firma vielleicht ist und Azubi ist, geht das auch hinaus bis zu gesetzten Managern, die schon längst im Job sind, die aber irgendwo auch noch sehr jugendlich sind. Okay, vielen Dank. Dann würde ich gleich mal eine Anschlussfrage stellen an Sie beide, Frau Wegner, Herr Stolz. Aus Ihrer Arbeit, also sozusagen mit diesem doch partizipativen Ansatz gegenüber jungen Leuten, lassen sich da allgemeine Schlüsse ziehen? Da machen Sie Beobachtungen, wie sind die Leute bereit, sich sozusagen für ein Projekt zu engagieren, sich mit einer Kultur und sei es eine Unternehmenskultur auch zu identifizieren? Erleben Sie da tatsächlich auch so einen Wandel in den Arbeitsprozessen oder ist es eher schwierig, an die jungen Leute ranzukommen? Wir müssten das erstmal definieren. Unternehmenskultur ist oft positiv besetzt, aber ich sehe es halt in meiner Arbeit auch negativ. Also der Dienst nach Vorschrift ist so ein ganz klares negatives Beispiel für Unternehmenskultur. Das hat mich zu dem Gedanken gebracht, dass Kultur immer da ist. Ja, ob Sie das wollen oder nicht. Sie pflegen eine, Kultur kommt ja von dem Wort auch Pflege, Sie pflegen Gewohnheiten, Sie pflegen Verhalten, ob Sie das wollen oder nicht. Und auch eine Ablehnung zu etwas oder ein gepflegter Frust gegenüber Zuständen ist eine Kultur. Das müssen wir erstmal, glaube ich, so akzeptieren. Das heißt, wenn wir so ein Projekt starten, ist natürlich nicht immer große Freude und Euphorie da, sondern es ist natürlich auch viel Angst da. Man verlässt eine Komfortzone und der Mensch ist psychologisch natürlich auch so gemacht, dass er sich an Gegebenheiten anpassen muss, um zu überleben. Das ist also ein ganz normaler Prozess, den wir nicht verurteilen dürfen. Und ich habe aber ein positives Menschenbild und glaube, dass jeder Mensch von Grund aus eigentlich gestalten will. Ob er seinen Frust gestalten will oder etwas anderes kreieren will. Das macht es eigentlich auch zu so einem Synonym für Demokratie, für mich. Ich denke, jeder junge Mensch hat Gedanken und Vorstellungen im Kopf. Und ich glaube, wenn wir auch in partizipative Projekte reingehen, müssen wir natürlich mit Handwerk starten. Und Handwerk ist der Künstler, die Künstlerin. Ganz wichtig. Aber danach muss der Raum, der Zeitraum so frei sein, dass die Jugendlichen wirklich ihre eigene Idee, ihre eigenen Gedanken dort einbringen können. Und da muss man auch selbst seinen Standpunkt verlassen können. Das ist so wichtig, gerade in der Jugendarbeit, in der partizipativen Arbeit, dass man von seinem Standpunkt wirklich runtergeht und wirklich die jungen Menschen achtet in dem, was sie umsetzen möchten und anerkennt. Okay, vielen Dank. An der Stelle nehme ich Sie auch nochmal mit ins Boot, Herr Vogel. So aus Ihrer Erfahrung in der Wahlkreisarbeit, wie erleben Sie das denn in Gera? Haben Sie das Gefühl, hier gibt es eine Kultur des Miteinanders? Sie sind ja nun auch lange schon im Bundestag. Oder merken Sie auch, dass da was auseinandergegangen ist? Also wenn man an die gesamtpolitische Lage im Land denkt, wie sind da Ihre Erfahrungen sozusagen aus politischer Sicht? Also ich möchte zum einen sagen, es ist ja wichtig, das ist ja heute eine Auftaktveranstaltung. Und unsere Absicht ist ja, die jungen Leute anzustacheln und ihnen Mut zu machen, sich daran zu beteiligen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, in allen Bereichen. Ich sage mal, geht mit der Arbeit los. Arbeit ist das eine. Ein wichtiger Aspekt, den man hier genauso, gerade wenn es um unsere Stadt geht, mit einfügen muss.
Und natürlich dann die Frage der Arbeit in den Vereinen. Egal, ob das ein kultureller Verein ist, ob das ein Sportverein ist, ob das eine andere Form der Zusammenarbeit im Verein ist. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir dabei auch, ich sage mal so, auf die Spitze zeigen können. Das sind halt unsere Profikünstler im Theater, in anderen Einrichtungen. Das sind auch unsere Sportler, die Profileistungen erbringen, die vorn dran stehen. An denen kann man sich orientieren und mit denen kann man sich auch messen, mit den eigenen Möglichkeiten, die man hat. Und das ist diesbezüglich auch mein Aufruf und auch die Absicht des Programms. Natürlich, wenn Sie sagen, wie ist die Situation in Gera, haben wir das schon? Und da ist Gera nichts außergewöhnlich, sondern ich sehe es in meinem gesamten Wahlkreis, dass halt die Meinungen sehr, sehr polarisiert sind und dass es leider immer weniger gibt, die bereit sind, aus ihrer Situation heraus ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten und gemeinsam sich für etwas einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist Ziel auch dieses Projektes, nach dem Gemeinsamen zu suchen und das Gemeinsame dann auch nach vorne zu bringen. Das wird eine vielfältige Geschichte sein. Also ich bedauere die Jury, die das dann auswerten muss und zu Ergebnissen kommen muss, weil jeder, der sich daran beteiligt, ist eigentlich ein Gewinner. Weil er wird ein Stück weit Erkenntnisgewinn für uns alle mitbringen, auf das wir natürlich auch zurückgreifen wollen. Vielen Dank, Frau Wegner. Herr Vogel hat es angesprochen, sozusagen, sich engagieren, welche Gemeinsamkeit herstellen. Ich weiß, dass Sie, gerade Sie haben das Stichwort Jugendrat auch selbst schon genannt, dass Sie viele Projekte für Jugendliche haben, um sie sozusagen auch politisch zusammenzuholen, sie sozusagen auch anzuregen, über ihren eigenen politischen Standpunkt nachzudenken. Können Sie dazu noch was sagen und vielleicht mal 1, 2, 3 Beispiele nennen? Also der Jugendrat ist eine Gruppe von Jugendlichen, die wachsen kann, weil jeder Jugendliche darf beim Jugendrat mitwirken. Wir sind kein Jugendparlament, wo man sich wählen lassen muss, sondern die sind tatsächlich freiwillig ehrenamtlich aktiv. Also jeder kann kommen, erster Montag im Monat, 17 Uhr in der Turnhalle Erdgeschoss. So, Punkt. Einladung an alle Jugendlichen. Der Jugendrat hat sich selbst gegründet 2014, ausgehend von Schülersprechern in dieser Stadt. Und das haben wir unterstützt, gerade diese Arbeit von unten, Jugendliche bauen sich selbst was auf und wir sind tatsächlich nur dieser Rahmen, diese Unterstützung. Wir haben irgendwann gesagt, wir machen ein Jugendkonzert, Tolerance Jam hat sich das dann genannt oder haben das die Jugendlichen dann genannt. Wir konnten in unserer Arbeit mitgeben, da ist der Daniel Zein, der kennt sich aus bei Veranstaltungen, den laden wir ein. Da ist der Herr Lippold, damals noch Kinder- und Jugendschutzbeauftragter, was haben wir zu beachten, laden wir ihn ein. Diese Dinge. Natürlich auch zu klären, wo bekommt man eine Bühne her, etc. Also wir sind eigentlich nur für das Grundsätzliche da und können damit Wege ermöglichen, dass sie sich entfalten können und ihr eigenes Ding umsetzen. Also wie gesagt, Tolerance Jam ist das eine. Die hatten auch selbst schon Jugendwettbewerbe, als es darum ging, dass man ab 16 tatsächlich in der Kommunalwahl wählen kann. Gab es Talkrunden mit den OB-Kandidaten von den Jugendlichen aus. Es gab einen Videowettbewerb, Geh ab 16 wählen, das Jugendkonzert. Es gibt so viele Projekte. Jetzt haben wir demnächst ein neues Projekt, Heimat, Monochrom, Bunt, vielfarbig. Das passt eigentlich zu dem Thema des Wettbewerbs auch ganz gut. Es geht wirklich darum, dass egal, ob es mit Medien ist oder mit Farben ist, oder sich wirklich auszudrücken und seine Meinung darzustellen und sich hier im Team und auch selbst wohlzufühlen und das auch auszudrücken. Danke. Herr Stolz, da nehme ich Sie auch noch mal gleich mit rein mit einer Frage. Jetzt haben wir den engagierten Jugendlichen, Sie als Filmemacher. Ist es denn schwer, wenn Sie jetzt in einer Firma sind oder Ähnlichem aus der Praxis, jemanden dahin zu bekommen, dass er selbst einen Film machen kann? Also ich denke jetzt an unseren Wettbewerb und denke daran, dass es in Gera bestimmt doch viele gibt, die sagen, sie hätten da Lust, sich einzubringen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Kann man sich das schnell aneignen? Genau, vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Ja, also in der Regel ja. Ich habe so einen meiner Idole, Claude Chabrol, war so ein französischer Regisseur, der hat gesagt, es braucht 10 Minuten. Dann habe ich dir erklärt, die Filmgrammatik, das war's. Und im Prinzip kann man sagen, wir haben es heute ein bisschen einfacher in Zeiten von YouTube, weil nämlich
zu meiner Zeit, das klingt ein bisschen komisch, so alt bin ich noch nicht, aber als wir angefangen haben, haben wir natürlich immer versucht, sehr cineastisch zu arbeiten. Wir wollten die großen Filme kopieren. Und heute haben wir eine Zeit, wo tatsächlich der Content, ne, der Inhalt im Vordergrund steht und Sie können halt einfach mit einem Handy auch draufhalten. Das ist auch legitim und das wird akzeptiert. Das finde ich auch eine sehr wichtige Entwicklung. Das tut natürlich den cineastischen Film oder den großen Anspruch auch ästhetischer Art nicht eliminieren. Aber die Einstiegshürde, finde ich, ist dadurch natürlich viel geringer geworden. Das heißt auch, dass viele natürlich Erfahrung damit haben. Am Anfang gibt es ein bisschen Berührungsangst, aber wenn man genau ihnen das eigentlich spiegelt, dass sie das wahrscheinlich schon längst gemacht haben und mich als Profi vielleicht jetzt gar nicht so dringend brauchen, um das Interesse zu wecken, dann wird es sehr viel einfacher. So. Und es geht ja auch darum, das finde ich ja das Spannende an Kultur und Kunst, dass man spielt, dass man nicht einfach stur lernt, was irgendeinem Grammatik oder Filmgrammatik, da ich auch solche Wälzer, steht, sondern dass man einfach ausprobiert, scheitert, überlegt, ah, das war noch nicht das, was ich im Kopf hatte und ich probiere es nochmal anders. Das ist das Schöne, da kann man auch drin versinken und sich entwickeln. So. Ja, danke. Und da möchte ich auch damit schon die Schlussrunde einläuten. Also wir haben jetzt ja nun hier drei Perspektiven sitzen aus Politik, aus der Jugendarbeit und einen Filmexperten oder einen Medienexperten und alles Gersche. Und wir haben ja den Filmwettbewerb genannt, wir zeigen es euch, die Stadt aus euren Augen. Jetzt habe ich Sie sozusagen damit auch mal angesprochen. Und wenn Sie jetzt noch alle jugendlich wären, was Sie im Herzen bestimmt noch sind, welches Motiv würde Ihnen denn in Gera einfallen, wenn Sie an dem Wettbewerb mitmachen und warum, Herr Vogel? Also ich würde auf jeden Fall was mit Menschen machen. Mit Menschen, die man in Gera trifft, die man sieht und die ich auch irgendwas fragen würde, als Jugendlicher. Weil damit könnte ich Folgendes erreichen. Diejenigen, die optimistisch in die Zukunft schauen und ihre Stadt lieben, könnte ich zeigen. Und die was zu nölen haben, genauso. Und diese Freiheit hat die Jugend und die sollte sich auch nehmen. Danke. Frau Wegener. Also es ist tatsächlich ganz schön, dass ich nach 30 Jahren irgendwann nach Untermhaus gezogen bin. Und das ist ein wunderbares Stück Heimat in dieser Stadt Gera. Aber logisch, ich würde auch die Menschen nehmen. Herr Stolz, auch die Menschen? Ja, das ist sehr schwere Frage für mich. Ich habe natürlich eher nostalgischen Blick auf Gera. Ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich hierher komme, auch wenn es nicht oft ist im Jahr. Ich glaube, ich würde da ein bisschen dort ansetzen, wo ich mal aufgehört habe. Also ich hatte in Gera schon immer eine Idee, die Menschen würden auch eine Rolle spielen, aber in erster Linie die Türen. Also mich interessieren die Türen von Gera und ich bin vorhin auch durch Untermhaus gefahren, da gibt es an einer Ecke so ein richtig altes Zerfallenes noch. Da ist immer der Moment, wo ich am liebsten anhalten würde, kann ich nicht im Verkehr. Aber diese Türen erzählen für mich sehr viel. Das ist im Prinzip der erste Kontakt zwischen Mensch und dieser Welt. Also entweder geht er rein in seine kleine Welt, die er sich selbst gestaltet, oder er geht raus in diese große Welt, die er mit anderen Menschen gestalten muss. Das wäre für mich jetzt immer so eine Idee, wo ich denke, Mensch, das würde sich in Gera immer noch lohnen, weil noch sind nicht alle Häuser mit DIN-Norm Baumarkttüren versehen, sondern wir haben noch ein paar Unikate. Und ich glaube, der Mensch, der dort diese Tür benutzt, der hat auch viel zu erzählen. Und demnach wären auf jeden Fall Mensch und Architektur, also der Mensch und was ist der Mensch ohne seine Welt? Deswegen muss das unbedingt beides in den Film. Ganz klar. Spannend. Nächste Projektidee. Was ist hinter den Türen? Da spricht der Profi, ne? Der Regisseur. Also offene Türen und Menschen im Gespräch, das ist ein schönes Fazit dieser Runde, für die ich mich ganz herzlich bedanke. In einem zweiten Programmteil gehen wir gleich noch in die Organisation des Wettbewerbs. Ich möchte aber kurz nochmal in die Runde fragen. Gibt es denn von Ihnen noch Fragen an unsere Gäste hier auf dem Podium? Ist alles abschließend beantwortet? Wenn das so ist, dann machen wir nämlich weiter. Und bevor ich mir eine Fachfrau noch mit dazu hole, um dann über die organisatorischen und technischen Details unseres Wettbewerbs zu sprechen, möchte ich Ihnen unseren Wettbewerbstrailer präsentieren, mit dem wir in den nächsten Tagen und Wochen hier in Gera unterwegs sein werden, um eben auch junge Leute anzusprechen und sich zu beteiligen. Insofern Film ab.
So, Sie haben den Trailer gesehen. Jetzt begrüße ich erstmal Sarah Eismann, Medienpädagogin hier am Thüringer Medienbildungszentrum. Wir beide unterhalten uns gleich darüber, was kreativ alles so möglich ist. Ich möchte natürlich erstmal die wichtigste Frage beantworten, was es zu gewinnen gibt. In dem Wettbewerb haben wir zwei Kategorien ausgelobt, nämlich die Kategorien Video und Foto. Beide Kategorien haben wir dotiert mit einem Hauptpreis von 500 Euro. Für die zweiten Plätze gibt es 300 Euro und der dritte Platz, die Bronzemedaille, ist mit 100 Euro dotiert. Der Wettbewerb startet heute, also ihr könnt loslegen und Einsendeschluss ist der 30.04. Alle Details zum Einreichen der Beiträge mit den Fristen sind zu finden auf unserer Facebook-Fanpage. Wir zeigen's, also facebook.com, wir zeigen es euch Gera, beziehungsweise unseren Flyern, die wir hier in den nächsten Tagen in Gera an den Schulen und Bildungseinrichtungen verteilen. Ihr könnt euch gerne an uns als Konrad-Adenauer-Stiftung, aber sicherlich auch an das Thüringer Medienbildungszentrum wenden, wenn ihr dazu Fragen habt. Ganz wichtiger Termin ist neben der Abgabe am 30.04. die Preisverleihung. Die findet nämlich am 15.05. in den Kaiserwerken statt und dort werden wir dann die besten Beiträge prämieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier was Wichtiges vergessen habe. Nein, ich habe sie vorgestellt, das steht als Letztes. Ja, also wir haben jetzt hier zwei Kategorien, Video und Foto. Und jetzt frage ich Sie mal als Expertin, was kann sich denn da alles dahinter verbergen? Genau, also was kann sich dahinter verbergen? Ich fand, vorhin gab es schon gute Einstiege von Frau Wegner und Herrn Stolz. Wir wollen natürlich die Jugendlichen dort abholen, wo sie selber stehen und wo sie sind. Wir wollen sie nicht eingrenzen in ihrer Kreativität oder irgendwelche Vorschriften und Vorgaben machen. Deswegen lassen wir tatsächlich eine komplette Bandbreite zu, viele Sachen offen. Also das heißt, die Jugendlichen können vom szenischen Spiel bis hin zu Animationsfilm, bis hin zu einem kleinen Musikvideo. Wer Lust hat, hey cool, ich will meine Stadt einfach mal musikalisch darstellen. Wie stelle ich sie mir vor in der Zukunft? Was wünsche ich mir? Wie kann ich meine Ideen umsetzen in einem kleinen Rap? Vielleicht auch gestalten, vielleicht ein kleines Gedicht schreiben und dazu passende Bilder finden. Vielleicht aber auch ein Computerspiel nutzen, um seine Traumstadt selbst zu bauen. Wie stelle ich mir Gera in der Zukunft vor? Was wünsche ich mir? All das ist tatsächlich möglich. Also wir lassen da wirklich die komplette Bandbreite offen. Auch im Bereich Foto ist die Chance da, Collagen einzureichen, Serienfotos einzureichen und da einfach ganz kreativ vielleicht versteckte Ecken von Gera zu finden, zu entdecken oder auch uns zu zeigen, weil es geht ja quasi, wir wollen die Sicht der Jugendlichen haben und deswegen sagen wir, macht das, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt im coolen Blogger-Style, wie es auch gerade eben schon erwähnt wurde, like YouTube quasi, auch uns einfach was erzählen. Wie wünscht ihr euch eure Zukunft? Und wie stellt ihr euch das gemeinsame Zusammenleben vor? Das ist eine wahnsinnige Bandbreite und für mich stellt sich dann gleich die Frage, die ich auch Herrn Stolz schon gestellt habe, aber auch nochmal an Sie. Mhm. Was brauche ich denn technisch dafür? Wie kann das funktionieren? Genau, was brauche ich technisch? Also auch da immer dem Ansatz, bring your own device, also nutzt das, was ihr habt. Nutzt eure Smartphones, nutzt eure Tablets, nutzt eure Spiegelreflexkamera, nutzt, wenn ihr habt, gerne auch so eine Vlogger-Kamera oder auch gerne eine 360-Grad-Kamera. Also auch hier sagen wir technisch, sind den Kreativitäten keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das nutzen, was ihr selbst habt, was ihr auch bedienen könnt. Aber ihr könnt euch natürlich auch an uns wenden und könnt sagen, hey, ich brauche da vielleicht mal eine Kamera, weil ich das und das gerne umsetzen möchte. Könnt ihr mir helfen? Also all das ist quasi möglich, aber sie sollen vorzugsweise natürlich ihre eigenen Geräte nutzen und einfach coole Sachen produzieren, was sie wissen, wie es funktioniert und wie es geht. Okay, da haben Sie gleich noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn ich jetzt Unterstützung brauche und mich für den Wettbewerb interessiere, gibt es denn da Möglichkeiten? Mhm. Auch da haben wir uns was überlegt. Und zwar wird nächsten Samstag ein Wettbewerb, Workshop hier stattfinden für all die Jugendlichen, die vielleicht sagen, ah, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie gehe ich das überhaupt an? Wie komme ich denn überhaupt auf eine Idee? Was muss ich beim Filmen überhaupt beachten? Was ist wichtig für ein gutes Foto? Wie kann ich eine schöne Einstellungsgröße erzielen? Was sind überhaupt Einstellungsgrößen? Ja, und was macht vielleicht auch Musik im Film? Was macht Farbe im Film? Wie sieht das eigentlich mit den Rechten aus? Also kann ich einfach irgendwie eine Musik mir runterladen? Nein, das geht natürlich nicht. Also auch da muss man natürlich gewisse Sachen beachten. Wen kann
kann ich filmen, was brauche ich dazu alles. Und dazu laden wir die Jugendlichen ganz herzlich ein. Nächste Woche Samstag hier bei uns im Haus von 10 bis 13 Uhr werden wir quasi zwei Workshops im Bereich Foto und Video anbieten, wo es dann auch nochmal so einen kleinen Wechsel gibt. Genau, und sie dort alles erfahren, was sie für den Start benötigen. Da sollten ja dann keine Fragen mehr offen bleiben. Im besten Falle. Frau Eismann, Sie kriegen natürlich auch noch die Abschlussfrage. Ja, wenn Sie es uns zeigen müssten, was wäre das denn? Menschen und Türen sind raus, so viel kann ich verraten. Menschen und Türen sind raus. Dann nehme ich die Technik, die Digitalisierung. Wo geht's hin? Also ganz nah an unserem Beruf, was passiert? Wie entwickelt sich die Zukunft? Was werden wir teilweise durch Smart Speaker oder Ähnliches, unser Smartphone? Wir sind Smart City, genau. Wo geht das hin? Was können wir vielleicht mittlerweile von zu Hause aus alles schon erledigen? Wo bestehen vielleicht aber auch die Gefahren? Nicht nur immer die Chancen, sondern auch gerne die Gefahren. Wo geht's hin? Wie sieht's aus mit Kommunikation untereinander? Wo treffen wir uns in der Zukunft? Nur noch auf sozialen Netzwerken oder trotz alledem auch noch auf dem Marktplatz? Das wäre, glaube ich, ein Thema, was ich gut finde. Ja, vielen Dank. Also ihr seht, wenn ihr diese Sendung schaut, sind viele Impulse dabei, Gera zu entdecken aus eurer Sicht. Ihr habt bestimmt eure ganz eigene. Nochmal in die große Runde. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an die Thüringer Landesmedienanstalt und das TMBZ in Gera im Besonderen für die großartige Unterstützung des Projekts. Ohne sozusagen dieses technische und Know-how, was Sie auch jetzt hier eingebracht haben, könnten wir als Konrad-Adenauer-Stiftung so einen Wettbewerb nicht initiieren. Ich hoffe auf viele spannende Beiträge und in dem Sinne, ja, wünsche ich uns noch einen schönen Tag. Vielen Dank, auf Wiedersehen.